Erik Frenzel, nordischer Kombinierer, Bayern-Fan und Jonas Reckermann, Beachvolleyballer, Köln-Anhänger. Die beiden Sportler weilen aktuell im Rahmen des Champion des Jahres am Roten Meer in Ägypten. In der Heimat in Deutschland steht am Wochenende das direkte Duell ihrer beiden Fußballclubs an. Bei mir, als Kind, ich glaube, kommt jeder mal mit Fußball in Berührung. Ich habe auch im Verein gespielt und bin dann 87, 88 in der Saison zum ersten Mal zum FC gegangen, als damals, wie alt war ich da, 8-Jähriger. Und seitdem bin ich FC-Fan. Dann haben wir gegen Bremen, den späteren deutschen Meister, 2-0 gewonnen. Und seitdem bin ich dran geblieben. Ich bin jetzt nicht so schon seit Jahren der eingefleischte Fan, als ich meine Freundin eben da kennengelernt habe. Da ist das sozusagen ein bisschen mehr gekommen, weil da wirklich alle im Fanclub tätig sind und eben auch mit dabei sind. Und da ist dann für mich auch so die Zeit gekommen, wo ich da mal wirklich mit dem Fanbus auch mal aufs Spiel gefahren bin. Und seitdem ist eigentlich die Leidenschaft eigentlich erst so richtig entstanden. Nach einer gepflegten Partie Kicker tippten sich die beiden durch den 6. Bundesligaspieltag. Schalke Dortmund, Dortmund schon für mich die deutlich bessere Mannschaft, 1-3. Schalke Dortmund, also für mich momentan immer noch die Dortmunder die bessere Mannschaft, von dem her sage ich ein 1-3. HSV gegen die Eintracht, ich glaube, das wird ein enges Spiel, ein turbulentes 2-2. HSV gegen Eintracht Frankfurt, sie hatten zwar Schwierigkeiten jetzt wieder, die Hamburger, aber ich denke, sie haben ein gutes Spiel gegen Bayern gemacht, von dem her haben sie gut Luft, von dem her sage ich, sie gewinnen mit 2-0. Köln gegen Bayern, Abwehr das Prunkstück beim FC, daher hoffe ich auf ein 0-0. Ja, also erster FC Köln, Bayern München. Auch wenn es weh tut für dich, bleibe ich bei meinem 0-3. Beim internen Kicker-Duell setzte sich der FC-Fan Reckermann übrigens deutlich mit 10-0 gegen den Bayern-Frenzel durch. Am Samstag in Köln wird man dann wohl aber ein ganz anderes Ergebnis sehen.